Hallo miteinander, heute eine kleine Erweiterung von meinem Akku, den ich regeneriert habe. Und eine kleine Warnung bzw. Entschärfung. Ich habe die ersten eine Minute oder zwei Minuten, für das habe ich mit der GoPro gefilmt. Ja, ich kann das jetzt nicht nochmal nachstellen oder so. Der Rest kommt, ist dann mit der Kamera gefilmt, mit ordentlichen Bild und so. Ich habe auch probiert, das mit der GoPro, mit dem Programm hier, ihr seht es im Hintergrund, ich bin gerade drüber. Habe ich versucht, das zu stabilisieren und so. Genau, bin ich so blöd oder es funktioniert nicht oder es ist halt zu krass gewackelt. Also die ersten 1-2 Minuten, sorry dafür, die sind ein bisschen wackelig. Ja, guckt am besten nie hin, hört nur zu oder so. Und der Rest von den Aufnahmen ist dann besser. Ja, viel Spaß beim Video. Speiste Gereiste reisen selten bis Elba. Na, machtet euch halt selber. Hallo miteinander. Heute will ich mal gucken mit dem Innenwiderstandsmessgerät. Will ich meinen restlichen Akkus mal noch überprüfen, die jetzt hier noch stehen. Ihr seht, hier wächst schon irgendwas. Müsste man noch ein bisschen sauber machen. Aber es hat anscheinend aufgehört. Und bei dem hier. Ja, mal gucken. Und zwar hat der Falco mir heute gesagt, dass er den Akku, den ihr noch gleich seht, nicht unbedingt braucht, weil er für seinen Vater andere hat. Halt, egal. Und 1, 2, 3, 4, 5. Die treuen Zuschauer, die wissen, eine Zelle war ja verreckt, wobei die hätte ich wahrscheinlich, ich weiß es nicht, hätte ich sie mal lieber geguckt. Vielleicht hätte ich die auch hingekriegt. Der Akku läuft ja. Das Problem ist, hier draußen seht ihr schon, die Sonne kommt langsam. Und bei dem Akku, jetzt weiß ich leider nicht, ob man das Display ordentlich sieht. Bei dem Akku ist jetzt so, dass der halt zu lehnen ist. Ich hoffe mal, das geht. Ist ein Akku oder was? Nö, geht. Auf jeden Fall habe ich jetzt 300 Amperestunden 12 Volt und wenn ich die mit dran mache, hätte ich 600 Amperestunden. Und die Zellen unten ist eine Zelle 150 Amperestunden. Also siehst, wenn ich zwei von unten nehme und die mit denen hier verbinde, habe ich wieder einen 300 Amperestunden Akku. Ist natürlich nicht ganz so top, ne? Aber das Problem ist, im Sommer kommt so viel Bums, dass ein 300 Amperestunden Akku, das ist zu viel. Ne? Ich komme ja fast auf einen, ja, Optimalfall ein halbes kW oder so. Und das ist für den Akku halt viel zu viel. Und ich habe auch bloß hier so einen kleinen Gegenspeiser nochmal. Der reicht dann auch nicht mehr. Ne? Und ich verbrauche halt auch nicht so viel jetzt permanent, dass ich das dann eben wegkriege. Und jetzt mache ich so, dass ich den Akku versuche zu vergrößern. Und dann kann ich das Ding eben länger laufen lassen. Meinetwegen vielleicht im Sommer dann 24 Stunden. Speise halt permanent gegen für meine Leute, scheiß drauf. Und dann wird mein Akku nicht so gequält und ich habe auch mehr Puffer. Ne? Weil wenn ich bin jetzt bei 850 minus, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Und ja, wenn ich jetzt hier noch permanent einspeisen würde, wäre ich ja jetzt schon bei, keine Ahnung, minus 1,5 oder so oder was weiß der Geier. Und ich brauche auch ein bisschen was für mich selber. Ich denke, ihr wisst Bescheid, das ist so grob die Einleitung. Wir schmeißen das Ding hier mal an. Sind euch jetzt mit einer Hand etwas bescheiden, sag ich mal. Das gute alte Einhandproblem. Warte mal, ich kann ja einen Schnitt machen, wenn ich hier rumfummel. Ah, ich hab's so hingekriegt. Da sind wir hier bei 1 Milliohm, bei der Zelle. Na, ich messe jetzt mal alle durch und gucke mal. So, ich habe jetzt gerade gemessen und die letzte hier hinten, die hatte ich schon mal aus dem Paket getauscht. Die ist, hat 2 Milliohm Innenwiderstand und die haben, also die eine hat 1,5 glaube ich und sonst haben alle so grob 1 Milliohm. 1,5, ja mal gucken, die kriegen wir vielleicht wieder hin. Aber die hier hinten, weiß ich nicht. Also ich bereite mich jetzt seelisch und moralisch mal davor, dass ich 4 Zellen von denen da unten brauche, dass ich eben die hier hinten eventuell noch ersetzen muss. Beziehungsweise ist halt schon scheiße. Aber na gut, ist halt so. Und ja, ich mache mich jetzt mal runter und suche mir unten die besten Akkus raus, hol die hier hoch und ja, dann lasst man die ganzen Anschlüsse sauber machen, Kabel und den ganzen Müll. Na ja, das erspare ich euch, glaube ich. Bis später. So, wie ihr vielleicht seht oder nicht, habe ich jetzt meinen Akku wieder vollständig mit einer außenliegenden Zelle. Und ja, ich werde hier unten noch eine kleine Plastikwanne drunter machen oder so, weil es passt leider nicht rein, die Zelle. Die sind ein Müh breiter insgesamt, wenn ich zwei von dem nehme, aber ist egal. Vom Innenwiderstand her ist der Akku, den ich unten noch habe, sogar besser wie der. Aber leider hat er nur 3 kW insgesamt.
Ne, da hätte ich denselben, was ich jetzt die Hälfte die ganze Zeit hätte, mit ein bisschen besseren Werten. Aber ich werde die unten als Ersatzzellen nehmen. Zampa und 12 Volt, die ganzen guten. Alle nochmal laden, da kommt dann Akku auf euch ran, dann habe ich immer Ersatzzellen, falls hier doch mal eine irgendwie abkackt. Und ja, was ich mir auch überlegt habe, hier seht ihr ja, ist jetzt schon ein bisschen Platz geworden, weil die Zellen, und ja, hier ist übelstes Chaos. Und ich habe mir so überlegt, dass ich das wohl mal ordentlich mache. Ja, dazu muss ich mir jetzt erstmal hier noch ein bisschen was überlegen, wie ich das alles anklemme, noch eine Sicherung bestellen. Ja, ein paar Kabel hier, ein paar schöne fette Kabel. Und dass ich das alles mal ein bisschen schön verlege und so, das ja, war bis jetzt immer Test noch, ob alles funktioniert. Funktioniert alles auch. Ich habe hier ist jetzt der RMF, ich tue die jetzt nochmal rämpfen. Dann habe ich mir überlegt, klemme ich meine andere mal auf den Akku an, tue das mal 1-2 Tage testen, ob da ungefähr so ist wie der. Dann werden beide abgeklemmt, beide nochmal mit dem RMF auf 14,5 geladen, sage ich jetzt mal. Und dann zusammengeklemmt, nochmal mit dem RMF 1-2-3 Stunden und dann kommt meine Anlage ran. Und dann werde ich noch ein paar Tage das überwachen, mal die Ströme untereinander messen zwischen den zwei Paketen. Aber ich denke, das haut hin. Ne? Auch wenn das 10% Abweichung ist oder so, ist egal. Aber ich muss erstmal die Sicherung bestellen. Ne? Gut, wisst ihr erstmal Bescheid? Sagen wir jetzt mal, balancen, angleichen vom Akku läuft jetzt. Hat gestern alles gut geklappt. Und ja, und dann kommt der ganze Mist hier weg. Ne? Hier ist noch mein Winterladegerät. Das werde ich dann hier irgendwo einbauen, hier ein bisschen Platz machen, ein bisschen aufräumen. Und dann habe ich das alles schön ein bisschen verkabelt. Und hier die Kabellage mal ein bisschen ordentlich machen alles. Und ja, gut, wisst ihr erstmal Bescheid. Ne? Das dauert jetzt erstmal 1-2 Tage. Ich lade hier mit 4 Ampere, 4,6. 5 habe ich angefangen, ein bisschen weniger schon geworden. Ja. Das dauert noch 1-2-3 Tage. Ne? Gut, bis dann.